Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Wir starten heute gleich wieder mit den Meldungen des Tages, denn am Dienstagvormittag gaben Landeshauptmann Markus Wallner und auch Landesrat Johannes Rauch einen Ausblick bei einer Pressekonferenz auf die nächste Zeit und wie man mit den Umständen und mit den Lockerungen bei uns in Vorarlberg umgeht. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, da mal einen Schnitt zu machen und nach vorne zu schauen und Zuversicht zu vermitteln und zu sagen, jetzt kümmern wir uns darum, wie geht's weiter? Der Punkt 1 ist, wir brauchen, das haben wir miteinander festgestellt, einen Krisenplan 2. Das heißt, man muss sich als erstes mit der Frage befassen, was tun wir bei einer zweiten Infektionswelle? Das Zweite, mindestens so wichtig, habe in Auftrag gegeben, sich intensiv mit der Frage Konjunktur- und Beschäftigungspaket zu befassen. Ein dritter Punkt, die mittelfristige Finanzplanung, nona net, es stehen die Budgets Kopf. Ein vierter Punkt, wir werden alle Unterstützungen des Landes Vorarlberg auf einen Blick zusammenfassen, also die Hilfsmaßnahmen, die wir treffen. Und ein abschließender Punkt noch, was lernt man in so einer Situation? Weiter geht's nun bei uns mit einem nächsten spannenden Interview. Meine Kollegin Stefanie Fendt hat sich nämlich mit Autorin Monika Helfer bei ihr zu Hause getroffen, um über ihr aktuelles Buch zu sprechen. Monika Helfer, Ihr letztes Buch, Die Bagage, greift in Ihre Vergangenheit zurück. Worum geht es da? Es geht um zwei Generationen von mir, meine Großmutter und die Familie. Und die habe ich versucht zu beschreiben. Es ist ein ganz besonderes Umfeld, ein kleines Dorf in den Bergen. Wie könnten Sie da die Mentalität beschreiben? Also es ist im Ersten Weltkrieg, die Leute dort waren sehr arm. Jetzt meine Familie im Besonderen, die hat da so am Hang gewohnt, wo da die Böden mager sind. Und da gab es, also hatten zwar so einen kleinen Stall und zwei Kühe, vielleicht eine Ziege und ein paar Hühner, aber die waren richtig arm. Und das Überleben war ein Problem. Und dann war es auch so, dass in einem Dorf schaut einer auf den anderen. Und dann war es die Zeit, als die Männer eingezogen wurden in den Krieg. Und ihr Mann, also der wurde eingezogen, also in die Tiroler Berge. Also. Und das war dann ganz hart. Da war die Frau ganz allein mit Kindern. Und weil sie eine schöne Frau war, hat ihr Mann, ist zum Bürgermeister gegangen und hat gesagt, ob er auf sie aufpasst. Was ja auch nicht okay ist, aber gut. Ja. Und der hat gesagt, ja, er macht schon. Er passt auf sie auf, er soll sich keine Sorgen machen, er kann ruhig, kann sich auf ihn verlassen. Aber der Bürgermeister hat sich selber an die Frau dann angemacht, also auf keine schöne Art. Und die Leute haben nur bös geredet. Und dann lernt sie einen Mann kennen, aber wirklich sehr harmlos. Aber sie verliebt sich schon in ihn und er auch in sie. Und das gibt natürlich wieder Anlass zu Gerüchten. Und ihr Mann ist im Krieg und dann wird sie schwanger. Ihr Mann ist immer wieder da auf Urlaub, aber immer nur kurz. Und dann kriegt sie ein Kind und das war dann meine Mutter. Und dieses Mädchen, von dem der Vater gedacht hat, das ist nicht seins, mit der spricht er nicht, die behandelt er wie Luft. Die ist gar nicht vorhanden. Zu Unrecht. Zu Unrecht, ja. Aber er ist so stur, er denkt sich, und natürlich, er könnte ja mit dir reden, mit seiner Frau, aber er ist überhaupt ein sturer Mensch und er lässt sich dann von der Bürgermeister, der so wirklich ein falscher Mensch ist, und auch viele andere, die ihm das einreden, er glaubt den anderen. Er glaubt nicht seiner Frau, er glaubt den anderen. Da ist aber trotzdem eine Art Zusammenhalt. Sie müssen zusammenhalten, damit es weitergeht. Und zum Glück sind die Kinder auch sehr stark. Eben, die Kinder damals sind sehr früh erwachsen geworden. Zum Teil hatten sie auch gar keine Kindheit. Ich habe den Eindruck, die waren nie Kinder. Und darum zitiere ich dieses Bild von Bruegel, also diese Kinderspiele. Weil wenn man dieses Bild anschaut, dann sieht man die Kinder, die wie Erwachsene aussehen. Und die sind wie Erwachsene angezogen, die benehmen sich wie Erwachsene. Und das hat was Gespenstisches. Ich meine, wenn ich in Wien bin, ich gehe sehr gerne ins Kunsthistorische Museum und ich liebe den Beutel. Und ich gehe dann immer wieder hin und ich habe dieses Bild immer wieder angesehen und es hat mich so angezogen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja wie meine Bagage. Was bedeutet die Bagage? Die Bagage ist, ja, das ist eigentlich, man kann es negativ sehen. Es sind eigentlich nicht die feinen Leute können keine Bagage sein. Bagage sind immer die,
Ja, die Bagage. Also das sind halt die anderen, die nicht viel wert sind. So. Diese Familie lebt in der Armut. Ja. Doch hat sie irgendwie, ist sie immer sauber, gewaschen. Sie haben einen bestimmten Stolz, eine bestimmte Würde. Ich glaube, es ist deshalb so. Weil sie nichts haben, denken sie, dann müssen wir wenigstens sauber sein, dann müssen wir wenigstens gerade sein. Und das ist so wie, das ist der Stolz. Ich denke, also das, was in meiner Familie mir immer wieder aufgefallen ist, dass sie auch extrem stolz sind, aber auch teilweise dumm stolz sind, weil der Stolz kann ja auch was Dummes sein, weil es so in Sturheit geht, oder? Könnte man von dieser Zeit etwas abschauen für unsere Situation jetzt gerade in dieser seltsamen Corona-Zeit? Ja. Das für sich sein vielleicht, das nicht abgelenkt sein. Sie erwähnen eine Vergangenheitsschachtel im Buch. Ist dieses Buch Ihre Vergangenheitsschachtel? Ja schon, es ist natürlich meine Vergangenheitsschachtel. Die haben Sie sicher auch. Also diese Schachtel, wo muss ja gar nichts drin sein, ist ja alles im Kopf. Echt? Aber so symbolisch eine Schachtel, die man im Kopf hat oder ein Zimmer im Kopf, angefüllt mit Dingen, die sonst niemand weiß oder von denen man nicht so spricht, oder? Es ist beruhigend und man kann immer wieder darauf zurückgreifen. Und es ist auch so, dass da Sachen drin sind, die nicht unbedingt die Familie betreffen, nur. Es sind einfach Dinge, die man nicht so ausspricht, aber die man irgendwie im Kopf hält. Ich habe das Gefühl, dieses Buch ist eine Art Versöhnung. Gerade mit diesem Bild von Bruegel haben Sie den Kindern eine unbeschwerte Kindheit gegeben, die sie nie hatten. Na, das wäre schön, wenn das so wäre. Das wäre schön, ja. Ich wollte schon ein versöhnliches Buch schreiben. Ich hatte mit den Leuten immer wenig zu tun und ich meine, ich bin sehr früh von zu Hause weggegangen. Und wenn ich mich jetzt mit den Leuten beschäftigt habe, man will ja alles andere als mit denen irgendwie zanken oder so. Man will einfach, dass alles gut ist. Und obwohl sie schwer hatten und obwohl ich nicht nur gute Sachen beschrieben habe, habe ich doch den Eindruck, ich bin ihnen gerecht geworden. Ich wollte es zumindest, oder? Ja, ich fand es extrem rührend und ich hoffe, viele Leute benutzen die Zeit, um sich da hinein zu stürzen, wenn es geht. Monika Helfer, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich. Alles Gute weiterhin. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Ich würde sagen, da lohnt es sich auf jeden Fall einmal reinzulesen. Ja, und das war schon wieder mit der aktuellen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es lohnt noch etwas dran zu bleiben. Es gibt jetzt natürlich noch unser Kachelmann-Wetter. Und da, so viel sei gesagt, gibt es gute Nachrichten. Und im Anschluss auch noch eine kleine Programmvorschau, was denn bei uns auf Ländle TV am Wochenende passiert. Da lohnt es sich wieder einzuschalten. Ja, und ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Machen Sie's gut. Der Mittwoch startet in der Früh noch mit ein paar Restwolken, es scheint aber oft schon die Sonne und die Temperaturen liegen morgens zwischen frostigen minus 3 Grad in Lech am Arlberg und bei plus 6 Grad in Bregenz. Ab dem frühen Vormittag setzt sich überall die Sonne durch und dann scheint sie bis zum Sonnenuntergang. Nur über den Bergen können sich um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag einzelne Quellwolken bilden. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad in Laterns und bis auf 18 Grad in Dornbirn. Am Donnerstag erwartet uns ein schöner Tag mit viel Sonne und frühsommerlicher Wärme mit bis zu 23 Grad. Am Freitag wird es noch etwas wärmer und dazu überwiegt der Sonnenschein mit ein paar Quellwolken am Nachmittag, das Ganze bei bis zu 25 Grad. Am Samstag ist es zunächst noch überwiegend sonnig, nachmittags bilden sich mächtige Quellwolken und bis zum Abend kann es dann im Bergland zu einzelnen Schauern oder Gewittern kommen, das Ganze bei bis zu 25 Grad.